freue mich sehr, in Feldkirch zu sein. Als Herr Brunner anfragte, ob ich denn zur Verfügung stünde für einen Vortrag, habe ich gesagt, gerne zu dem Thema, ob ich denn auch Feldkirch kenne. Habe ich gesagt, ja, kenne ich, meine Frau ist Feldkirchnerin. Aber über die Verbindung kam es nicht, sondern es war tatsächlich eine Anfrage und dann stellte sich aber raus, dass, wie gesagt, die Verbindung doch sehr eng ist. Ja, Sie haben es eben schon angedeutet, es geht um viel größere, viel schwerere Themen als nur um die Tatsache, dass wir vielleicht etwas Unpraktisches abschaffen. Da steht viel, viel mehr dahinter. Und deswegen habe ich meine Schrift auch Rettet unser Bargeld genannt. Und überall haben wir seit relativ kurzer Zeit eine massive Kampagne gegen das Bargeld. Karl-Ludwig Thiele, der deutsche Bundesbankvorstand, spricht von War on Cash, Krieg gegen das Bargeld, in dem Sinne, dass eine breite Interessenkoalition tatsächlich versucht, dem Bargeld mehr oder weniger den Garaus zu machen oder es zumindest sehr stark zurückzudrängen. Unter rettetunserbargeld.de habe ich eine Petition, die kann man unterschreiben und habe das Büchlein geschrieben, um auf die Tatsache aufmerksam zu machen. So richtig los ging das erst vor knapp 2 Jahren. Da war Ken Rogoff, ehemaliger Chefökonom des Internationalen Währungsfonds und jetzt Harvard-Professor in München beim IFO-Institut und hat einen Vortrag gehalten über die Nachteile des Bargeldes. Man hatte also Maschinengewehre gezeigt und Bündel mit Kokain, Täschchen und dicke Bargeldbündel dabei. Botschaft ganz klar, Bargeld ist nur was für Kriminelle. Ist auch eine sehr schöne propagandistische Methode, das in die Köpfe reinzuhämmern. Und ein Bild ist natürlich irgendwo eindrucksvoller als Worte. Und mit diesem Bild wird gerne argumentiert. Und von diesem Zeitpunkt an, Oktober 14, als mein Freund Dr. Horstmann von der Bayern LB dann sagt, jetzt muss ich mal ein Buch schreiben zum Thema Bargeld, bis zu einem Vollgas der Kampagne gegen das Bargeld ist wenig mehr als ein Jahr vergangen. Im Mai diesen Jahres hat John Cryan, der neue Chef der Deutschen Bank, dem Bargeld ganz offiziell den Krieg angesagt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Bargeld sei fürchterlich ineffizient und teuer. Es werde es wohl in 10 Jahren nicht mehr geben. Wolfgang Schäuble hat im Februar dann Bargeldobergrenzen gefordert für den Zahlungsverkehr in Europa. Einheitliche Bargeldobergrenzen. Also es geht mit einer rasanten Geschwindigkeit im Moment in Richtung Abschaffung des Bargeldes. Also Geld muss ich gar nicht mehr drucken. Es reicht, wenn ich einmal was am Computer eingebe und schon ist mehr Geld da. Die Frage ist, was bringt das und warum sind wir da hingekommen? Das war die Finanzkrise. In der Finanzkrise hat die, ich schau mal gerade, ob er pointet hier. In der Finanzkrise drohte der Finanzkollaps. Das ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her. Es ist so wie ein Nervenschock, ein Kollaps des Nervensystems, Herzinfarkt, was auch immer. Und damals haben die Notenbanken gesagt, wir müssen jetzt den Markt mit Liquidität versorgen und sie haben tatsächlich Unmengen von Geld gedruckt. Man sieht also hier, wie im Herbst 2008 sich die Notenbankgeldmenge, das ist die Geldbasis, das ist nicht das Geld, was im Umlauf ist, das ist mehr, aber das ist das Geld, was die Notenbank primär den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt, fast verdoppelt hat. Das war auch richtig und notwendig, sonst hätten wir diesen Kollaps gehabt. Aber wir sind aus dieser Spirale nicht mehr rausgekommen. Ich habe das dann etwas aus den Augen verloren und habe es mir vor 2 Jahren wieder angeschaut, wie das weitergegangen ist mit der Gelddruckerei. Und meine Damen und Herren, so ist das weitergegangen. Das Gestrichelte ist der vorige Ausschnitt und dann ist das nächste nochmal eine Verdopplung in den nächsten 5 Jahren. Das ist alles Geld, was von der Notenbank elektronisch geschaffen wurde und den Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt wurde. Bei Ihnen ist wenig davon angekommen. Das ist ja die Diskussion um das jetzige Helikoptergeld. Also jeden Bürger einfach 2.000 Euro überweisen oder 3.000. Man hat mich dazu auch im Interview gefragt. Eigentlich ist dieses Gelddrucken natürlich Augenwischerei, aber wenn schon, denn schon, dann ist mir das Helikoptergeld lieber. Da kommt es nämlich bei den Bürgern an und nicht bei den Banken. Die Geldmenge wächst also in den letzten Jahren, vor allem die Zentralbankgeldmenge.
Dementsprechend auch die tatsächlich im Umlauf sich befindlichen Geldmengen. Also nehmen wir mal M2, das ist von 2008 bei 8.000 Billionen Dollar, sind wir jetzt bei 12 Billionen Dollar, also 12.000 Milliarden, 12 Billionen, von 8 Billionen auf 12, also Anstieg um 50%. Die Geldmengen wachsen. Sie kommen nicht wirklich in der Wirtschaft an. Das merken Sie vielleicht am Job oder am Gehaltszettel. Diese Geldmengen kursieren im Finanzsystem. Sie treiben die Preise der Sachwerte, sie treiben die Preise der Immobilien, von Land, zum Teil auch von Aktien. Aktien sind noch nicht so teuer. Sie führen also zur Vermögensinflation und eben nicht wirklich zu einer Ankurbelung, einer Belebung der Wirtschaft. Die Geldpolitik ist nämlich so ein bisschen wie ein Lasso. Also wenn das Pferd laufen will, dann kann man es locker machen und dann läuft das Pferd. Und wenn das Pferd nicht laufen will und man macht es locker, dann läuft es auch noch nicht. Also man kann wohl laufen lassen, man kann aber nicht schieben mit diesem Seil. Aber die Regierungen im Westen haben fast nur noch die Geldpolitik, weil die Finanzpolitik oftmals ein Desaster ist. Die Staaten sind relativ unorganisiert und machtlos und dann hat man nur noch diese Geldpolitik. Ja, und wenn sie nur noch einen Hammer haben, dann sieht jedes Problem auf einmal aus wie ein Nagel. Dann hämmern sie. Und das ist das, was hier passiert, diese Gelddruckerei. Den Staaten ist es nicht gelungen, die Schuldenspirale zu stoppen. Seit Ausbruch der Finanzkrise haben wir ein Weltsozialprodukt an Schulden draufaddiert. Also nichts Sparpolitik. Bei Ihnen wird vielleicht gespart, aber weltweit ist das nicht der Fall. Die Schulden wachsen sehr schnell und sehr stark weiter. Also wir sind überhaupt nicht aus dem Dilemma raus, aus dem Malheur, was uns sich in der Finanzkrise zum ersten Mal zeigte. Wir haben Zeit gewonnen, wir haben damals das Schlimmste überspielt, aber die Rechnung wird später präsentiert. Die fremdfinanzierte Börsenspekulation geht weiter. Sie sehen hier das Gebirge da in der Mitte, das war 2007, 2008. Da war viel Spekulation, dann geht es runter in der Finanzkrise und heute sind wir schon wieder auf ganz neuen Höhen, was die fremdfinanzierte Börsenspekulation. Also das Geld fließt eben nicht in die Taschen der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Angestellten, zumindest nicht der Normalverdiener, sondern es fließt in Spekulation, es fließt in Immobilien, es fließt in Vermögensblasen, es fließt in Vorstandsgehälter. Wir haben ja dieses Auseinanderklaffen der Vermögen, die Zahl der Superreichen wächst rapide an und Superreich ist Superreich heutzutage. Es geht irgendwo bei 300, 400 Millionen los. Darunter würde man nicht zu diesem Club gehören. Kreditverbriefungen gehen weiter. Also das, was uns die Finanzkrise eingebrockt hat, war im Jahr 2014 schon höher als vor der Finanzkrise 2006, 2007. Dann war es mal fast bei null in der Krise und jetzt läuft der Motor weiter. Also weiter viele, viele unproduktive Finanzgeschäfte und die Realwirtschaft springt nicht wirklich an. Irgendwas muss man ja machen mit dem vielen Geld. Ob Inflation, Hyperinflation, Deflation, was auch immer, das ist eine gute Frage. Eine Möglichkeit, mit der Geldschwemme umzugehen, ist Bargeld stark einzuschränken. Aber auch nur ein Ziel der Bargeldgegner. Der erste Schritt, oder nicht der erste Schritt, sondern schon einer von vielen Schritten ist vollzogen. Die 500-Euro-Note ist abgeschafft. Nun können Sie sagen, die sehe ich sowieso nicht so häufig im täglichen Leben, die ist auch nur was für Kriminelle. Das sagen auch die Notenbanker, sagt ein Schäuble, das in Deutschland, das sagt ein Draghi in gewisser Weise, zumindest versteckt. Ja, warum hatte man sie denn dann? Und wenn ich zurückrechne, es gab früher einen 1000-D-Mark-Schein. Ich weiß nicht, ob es einen 7000-Schilling-Schein gab. Wahrscheinlich nicht, aber es gab den 1000-D-Mark-Schein. Der 1000-D-Mark-Schein wäre heute, also im Jahr 64 kam da heraus, meinem Geburtsjahr, wäre dieser 1000-D-Mark-Schein, wenn man die Inflation einrechnet, heute 2000 Euro wert. Also 4000 D-Mark, das Vierfache. Also wenn man
heute einen Schein von der Stückelung des 1000-D-Mark-Scheins im Jahr 64 machen würde, müsste es ein 2000-Euro-Schein sein. Ich glaube nicht, dass die Welt im Jahr 1964 so viel krimineller war als heute. Im Gegenteil, ich glaube, sie war um einiges entspannter und um einiges ehrlicher und um einiges solider. Aber gut, das ist eine Bewertungsfrage. Also Argument, es geht um die Kriminalität. Natürlich wird das auch für Kriminalität verwendet, aber Bargeld, auch die großen Scheine und ein Drittel des Geldumlaufs in Europa sind in großen Scheinen. Das läuft aber nicht um, das liegt irgendwo. Das sind oftmals Rentnerinnen, Rentner aus der Mittelschicht, die zum Teil, ich weiß, mein Onkel ist vor 2 Jahren verstorben, der hatte viel Bar zu Hause liegen, der war Kriegsteilnehmer und hat er einen Großteil seiner Ersparnisse bar zu Hause gehabt. Die großen Scheine haben sie zum Beispiel, wenn sie eine Immobilie verkaufen, etc. etc. Eine Steuerberaterin aus Düsseldorf sagte mir, sie ältere Leute seien sehr verunsichert, die wollten ihr legales 500er wollten sie geben zum Umtauschen, die Bank hat das abgelehnt. Und dann hat sie sich an die Landeszentralbank gewendet, die ja immerhin dieses Geld ausgibt. Und die Landeszentralbank hat ihr gesagt, ja, wir tauschen dir das Geld um, wenn du glaubhaft machst, wo es herkommt und den Besitzer und so weiter. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Bargeld soll. Freiheit schaffen, Beweglichkeit schaffen. Aus einem rechtlich gesprochen Inhaberpapier, das mich legitimiert, wenn ich es besitze, wird ein Namenspapier, wo ich weitere Informationen zu meiner Person preisgeben muss. Bei Aktien läuft das im Moment genauso. Früher waren das anonyme Inhaberpapiere, jetzt wird der Name dazu eingetragen. Diese großen Scheine liegen als Wertspeicher für Firmen, für Rentner, für viele in Safes. Und sie machen den Euro auch attraktiv für Russen, für Russland, für Länder für Chinesen, für Brasilianer. Also das sind Wertspeicher, wo viele internationale Firmen und Menschen Geld in den Euroraum gebracht haben und hier auch hinterlegt haben. Das gefällt natürlich den Amerikanern nicht. Die wollen lieber, dass alles im Dollar läuft. Also die Abschaffung des 500ers ist ein Schritt, den Euro unattraktiver zu machen. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum macht der Draghi das mit? Gut, der war mal Angestellter bei Goldman Sachs oder Topmanager. Vielleicht hat man ihn auch anders überzeugt, ich weiß es nicht. Aber es ist aus meiner Sicht eine Schwächung des Euro, eine Schwächung Europas. Zum Krieg gegen das Bargeld habe ich schon ein bisschen was gesagt. Von Ken Rogoff habe ich erzählt, von John Cryan, dem Chef der Deutschen Bank, Larry Summers, der frühere Harvard-Präsident und US-Finanzminister, ist auch so ein Anti-Bargeld-Krieger. Da muss man wissen, er sitzt im Aufsichtsrat verschiedener Fintech-Bezahlunternehmen. So, wenn das Bargeld weg ist, gewinnen diese elektronischen Bezahlanbieter natürlich massiv. Dann kommen diese Studien, wie fürchterlich unhygienisch Bargeld ist. Also die Propaganda ist sehr suggestiv und sehr schleichend und ich wundert mich erstaunlich, wie das dann in den Medien kolportiert wird, zum Teil auch in den öffentlich-rechtlichen. Dass es in den großen Printmedien aufgenommen wird, wenn irgendjemand so eine Studie macht, wundert mich nicht. Die großen Printmedien sind extrem werbeabhängig, sie stehen finanziell sehr unter Druck. Wenn da eine starke Lobby mit viel Geld in so eine Kampagne geht, dann wird das schon aufgegriffen. Sagt Ihnen der Name Björn Ulvaeus was? Jo, ABBA, einer der beiden Herren von ABBA. Und wie ich so umschaue, die meisten müssten die eigentlich noch kennen im Raum. Björn Ulvaeus hat vor 3 Jahren auf die Verwendung von Bargeld verzichtet. Er sagt, sein Sohn sei mal überfallen worden, die Kriminalität würde eingegrenzt und es wäre so viel praktischer und in Kneipen und überall ging das klasse. Und auch das ABBA-Museum nimmt kein Bargeld mehr an, viel praktischer alles. Kann man ihm ja mal so abnehmen und ist ja auch ein Standpunkt, den man vertreten kann. Aber Sie sehen das vielleicht ein bisschen anders, wenn Sie dazu wissen, dass das ABBA-Museum zu dem Zeitpunkt einen Hauptsponsor hatte, der Mastercard hieß. Dann bekommt dieses Argument ein etwas anderes Gewicht. Im Heute-Journal in
Deutschland lief im Februar, am 26. war es, glaube ich, ein Nachrichtenbeitrag. Ich habe gedacht, ich sei in einer anderen Welt, wo dann Klaus Kleber moderieren musste. Und dann kam dieser Beitrag, wie sie in Schweden die ersten Menschen Bezahlchips unter die Haut machen lassen in einem Modellversuch. Gehen sie da an die Kasse und haben ihren Chip. So, also die Menschen geben ihre Freiheit im Moment sehr, sehr willig auf und keiner denkt mehr drüber nach. Und bei Propaganda bleibt es ja nicht. Es geht hin zu Zwang und Einschüchterung. Ich habe Ihnen eben das schon von dem Notenumtausch genannt. Also Menschen, unbescholtene Bürger, müssen sich offenlegen, wenn sie mit Geld kommen. Die Postbank in Deutschland nimmt keine 500-Euro-Noten mehr an, wenn sie kein Konto da haben. Punkt. Ja, wo ist es denn mit dem rechtlichen, mit dem alleinigen Bezahlungsmittel laut Gesetz, das Bargeld ist? Herr Hering, Norbert Hering, Handelsblatt-Journalist, wohl einer der größten oder besten Kenner der Bargeldgegner und dieser Thematik, hat vor einem halben oder dreiviertel Jahr versucht, 15.000 Euro bei seiner Commerzbank in Frankfurt, Bankenhauptstadt, abzuheben. Das hat Stunden gedauert. Erst als er gedroht hat, da muss er wohl durch die ganzen Filialen ziehen, Telefonate hin und her, Passkopie, was auch immer, hat er seine 15.000 Euro bekommen. Und es ist sein Geld, meine Damen und Herren, und er ist Angestellter beim Handelsblatt, er sieht bestimmt nicht wie ein Krimineller aus, da muss man sich schon wundern. Und jetzt habe ich gerade wieder gehört von jemandem, der 5.000 Euro brauchte, das hat 4 Tage gedauert bei seiner Bank. Wir sollen eingeschüchtert werden, wir sollen an solche Dinge gewöhnt werden, das ist schon heftig. Die schweizerischen Banken haben sich zwischenzeitlich geweigert, überhaupt Bargeld auszuzahlen. Gut, da gibt es natürlich einen Hintergrund, aber trotzdem ist es unrechtmäßig, ungesetzlich, es ist Zwang, es ist Erpressung, es ist Nötigung derjenigen, denen das Bargeld gehört, der Eigentümer des Bargelds. Sie haben gesagt, wir zahlen euch das nicht mehr aus, wir überweisen es auf ein anderes Konto. Gebt uns ein anderes Konto an. Die Bank of America, zweitgrößte Bank Amerikas, hat im Mai 2015 ihren Kunden verboten, per allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Safes, Sie werden es raten, Bargeld aufzubewahren. Begründung: Auf dem Konto ist es doch viel sicherer. Da haben wir doch die Einlagensicherung. Im Safe kann es doch gestohlen werden. Da geht es schon richtig Richtung Zwang und Einschüchterung der Bürger. Ja, dann wiegelt die Politik ab. Jener Vertreter hat dann sich im Februar natürlich geäußert, dass kein Mensch das Bargeld abschaffen will. Wäre ja auch Quatsch. Naja, ein Kollege von ihm hat ein paar Jahre zuvor auch gesagt, niemand hat die Absicht und so weiter, eine Mauer zu errichten. Das Bargeld wird auch nicht komplett abgeschafft werden. Das wäre zu offensichtlich. Das müssen wir in die Zukunft verschieben. Es reicht aber, meine Damen und Herren, wenn Bezahlobergrenzen von 1.000, 2.000 Euro da sind, Italien schon jetzt 1.000 Euro, na gut, das kann man vielleicht verstehen, dann Frankreich 1.500 Euro, Griechenland, Frankreich 1.000 Euro, Griechenland 1.500 Euro, also Obergrenzen für Bezahlungen mit Bargeld. Was drüber ist, wird mit empfindlichen Bußen belegt oder kriminalisiert. Wenn Sie also in Frankreich mit 3.000 Euro was bar bezahlen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat. Das ist die Obergrenze, über die Schäuble spricht. Der hat jetzt von 5.000 Euro gesprochen, aber da bleibt es ja nicht. Also Obergrenze das eine, zweitens Abschaffung der großen Scheine, drittens Abhebegrenzen am Bankomaten. Abhebegrenzen am Bankomaten, wenn Sie das wie in Griechenland, wenn Sie da 60 Euro hatten zur Zeit der griechischen Krise, dann brauchen Sie für 50.000 Euro über 2 Jahre, um die abzuheben. Also dann haben Sie im Prinzip das Bargeld aus 90% des Wertes aller ökonomischen Transaktionen verdrängt. Sondern kann man vielleicht noch ein paar Brötchen mit Bargeld kaufen, aber dann ein bisschen dies und jenes. Aber im Grunde, und ich meine, dann kommen natürlich gerade auch bei Taxis, kommen jetzt die Registrierkassen, da muss alles elektronisch eingegeben werden. Warum geht es eigentlich auf diese kleinen Summen, auf die Bürgerinnen, auf die Bürger, die dann minutiös registriert werden, während die Großen, ich sage das ganz offen, die großen Vermögen ihre Steuern legal hinterziehen. Die sind international verstreut in Stiftungen und sonst was.
da kommt keiner ran, denn die großen Vermögensinhaber machen das ja nicht selber. Die haben natürlich Treuhänder, sie haben Family Office Leiter, also die sind nicht registriert, sie haben Mitarbeiter, die Sachen für sie kaufen, aber wir Bürgerinnen und Bürger, wir sind perfekt dokumentiert. Wer profitiert? Die Staaten. Wenn sie kein Bargeld mehr haben, kann natürlich ohne weiteres kann diese Schuldenproblematik ganz elegant gelöst werden. Entweder man drückt auf den Knopf und alle haben 10% weniger Vermögen, ja, denn die Schulden der Staaten sind ja das Guthaben von irgendjemandem oder die Forderung. Oder die Forderung der Pensionskassen oder Versicherungskassen, die Anleihen besitzen. So. Schulden sind immer, des einen sind Vermögen des anderen. Wenn also wenig Bargeld gehalten werden kann, dann kann ich natürlich die Umschuldung viel leichter vornehmen. Das Zinsniveau für 10-jährige Deutsche ist mittlerweile negativ. Herr Schäuble bekommt Geld dafür, dass er sich Geld leiht. Das ist diese Zwangspolitik der Finanzrepression, der negativen Zinsen, des Gelddruckens. Man will also mit niedrigen Zinsen die Wirtschaft ankurbeln. Das gelingt nur sehr unzureichend. Also viel Jobs hat man nicht geschaffen. Was man geschaffen hat, ist, dass die Häuserpreise explodieren und die Vermögenspreise. Die Schulden sind weiter gestiegen in der Eurozone. Jetzt haben sich etwas stabilisiert, aber letztlich sind sie auf ungefähr 100% unserer Wirtschaftsleistung. Hier ist die Grenze des Vertrags von Maastricht. Das hat der Vertrag von Maastricht mal als Schuldengrenze festgelegt, 60% der Wirtschaftsleistung. Ach, da ist er wieder. Finanzrepression. Ich meine, eine im Februar verstorbene Tante, Vater war Stahlarbeiter, hat tatsächlich fast 200.000 Euro zusammengespart gehabt. Ich konnte sie dann beraten, wie sie es anlegt, auf ein Jahr zu 0,2 oder auf dem Termingeld zu 0,0 so ungefähr. Da gab es nichts mehr und die Inflation, die uns als Verbraucher trifft, die ist höher als die 1%, die Sie bei der Statistik lesen. Statistischen Bundesamt in Deutschland oder der Statistischen Behörde in Österreich. Also wir haben nach meiner Einschätzung 3-4% tatsächliche Geldentwertung. Und das heißt, Sie haben im Sparguthaben eine tatsächliche Wertvernichtung von 2-3% pro Jahr. Und das wiederum heißt, 10 Jahren ist ein Drittel weg oder 30% und in 15 Jahren sind 40% weg. Das passiert, das läuft. Geldvermögen, Geldkonten werden jedes Jahr weniger wert. Schleichende Enteignung trifft es ganz gut, klingt aber nicht gut. Also nennt man es auf Ökonomendeutsch Financial Repression, Finanzrepression. Das klingt schon besser. Das ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas läuft. Das war nach dem Krieg in den USA auch der Fall. Die hatten 120% Schulden des Bruttoinlandsproduktes und haben tatsächlich über 30 Jahre höhere Inflation als Zinsen gehabt. Das heißt, die Besitzer von Anleihen, von Geldforderungen, von Lebensversicherungen haben tatsächlich einen leichten, schleichenden Wertverlust gehabt, bis die Schulden in den USA Mitte der 70er Jahre wieder auf 30% der Wirtschaftsleistung runter waren. Das ist also nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Aber es ist natürlich für diejenigen, die was gespart haben, nicht schön. Und auch hier trifft es die Mittelschicht, denn die Mittelschicht und auch die Arbeiterschicht hat, wenn überhaupt was gespart ist, eine Lebensversicherung, sie haben vielleicht ein bisschen was auf dem Konto, einen Sparbrief. Wer hat denn Aktienpakete, wer hat denn Immobilienpakete? Ja, die hat man dann erst in anderen Vermögensklassen. Und es trifft die Besitzer von Lebensversicherungen, von Geldforderungen, von Geldvermögen. So ungefähr sieht das in Deutschland und Österreich aus. In der Schweiz sieht es etwas anders aus, das ist wohl wahr. Aber Deutsche, Österreicher haben fast 80 oder über 80% ihres Vermögens außerhalb des Hauses im Geld. Und Geld schmilzt in der jetzigen Situation. Nochmal zurück. Also die Staaten profitieren, wenn ich
kaum noch Bargeld halten kann, kann ich natürlich Sonderabgaben machen aufs Geld oder wenn die Inflation hochfährt. Ich kann Gebühren erheben. Die Bankomatgebühr ist jetzt in Österreich ja im Gespräch. In Deutschland gibt es die schon länger. Oder man macht Sondergebühren. Die Banken drücken sich natürlich dafür, Negativzinsen einzuführen. Minus 1% auf Sparguthaben. Das sieht sehr blöd aus. Also macht man Gebühren. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber für wen ist es auch interessant? Für E-Pay-Anbieter, also Anbieter elektronischer Bezahlungssysteme, Mastercard, PayPal, wie sie alle heißen. Das wird uns als heiliger Gral, als große Errungenschaft präsentiert. Es ist hemmungslose Geschäftemacherei. Früher bei der Banküberweisung, die absolut sicher war, deutsche, österreichische System war da auch weltweit führend, seit 150 Jahren. Die Amerikaner hatten ein absolut vorsintflutliches Bankensystem. Bei der Banküberweisung haben sie, was weiß ich, früher ein Schilling oder zwei, in Deutschland 50 Pfennig, was auch immer, pro Banküberweisung bezahlt. Damit war das Ding durch. Es war ja auch eine elektronische Überweisung und fertig. Da wurde der Arbeitsaufwand bezahlt. Die E-Pay-Anbieter nehmen einen Prozentsatz. Und selbst wenn der sehr gering ist, wenn sie dann 100 oder 10.000 Euro überweisen, dann kommen dann auch schon mal 50, 60 Euro zustande. PayPal nimmt bei der lokalen Heimatzeitung bei mir in Plettenberg, wo ich geboren bin, wenn die machen das jetzt auf Einzelabruf, und wenn dann so ein Artikel im Einzelabruf 80 Cent kostet, nimmt der Bezahlanbieter 50 und für die Zeitung bleiben 30. Das ist Raubrittertum, Räuberei, aber diese E-Pay-Anbieter können natürlich abkassieren und je mehr unser Rechtsgut, unser öffentliches Gut, Geld, Bargeld ist unser öffentliches Gut, was am politischen Gemeinwesen hängt. Je mehr das durchlöchert wird und aufgeweicht wird und je mehr das privatisiert wird, desto mehr wird unser Geldverkehr selber zum hemmungslosen Geschäftemachen missbraucht. Dann kommt natürlich direkt dazu, wenn Sie einen Großteil Ihrer Transaktionen im Netz machen, Sie können sagen, ich habe nichts zu verbergen, ja, ist okay. Im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass wir ehrliche Bürger sind, aber ob man alles jedem zeigen möchte, sie zeigen es ja nicht jedem, aber sie zeigen es natürlich den mächtigen E-Commerce-Anbietern, Facebook, Google, Amazon, wer auch immer dann die Daten hat, die ja in Amerika völlig ungeschützt sind. Amerika hält sich ja nicht an die europäischen Datenschutzbestimmungen. Diese Daten sind dann da und sie werden transparent. Wenn die transparent sind, dann kann man ihnen genau den Preis machen für eine Ware, die sie genau noch gerade bereit sind zu bezahlen. Also man kann sie maximal abkassieren, ohne dass sie wissen. Also wenn sie zum Beispiel gerne teure Kleider shoppen, dann haben okay. Wenn der jetzt Kleider hier aufruft bei Amazon, sind die eben teurer als bei anderen. Da gibt es auch keine Gesetze gegen. Und diese Algorithmen, mit denen die E-Commerce-Anbieter das berechnen, die sind natürlich sehr, sehr komplex, die kriegen wir so nicht auseinanderklamüsert. Und die Banken sind auch sehr große Profiteure des Bargeldverbots, denn das Bankensystem ist auch überschuldet. Und so wie ich das Ihnen das eben erklärt habe mit der Notenbank, die auf den Knopf drückt, der Geschäftsbank ein Kontoguthaben überweist und gleichzeitig einen Kredit an diese Bank in ihren Büchern stehen hat, so machen das die Geschäftsbanken untereinander auch oder an Sie. Wenn also eine Geschäftsbank einen Betriebskredit vergibt, dann drückt die auch auf den Knopf. Dann steht da elektronisches Guthaben, können Sie abheben oder überweisen und gleichzeitig haben Sie einen Kredit aufgenommen. Und das muss zwar mit 1-2% Zentralbankgeld hinterlegt werden, das ist eine rechnerische Sache, aber der Großteil der Kredite wird durch Knopfdruck geschaffen. Bei Bankruns ist es ja so, dass viele Menschen ihr Geld haben wollen, zur Bank gehen und sagen, bitte zahl mal aus, lass mal sehen, wie beim Poker, was du hast. Wenn natürlich kaum noch Bargeld erlaubt ist, dann geht das nicht mehr. Also Bargeld ist unsere rote Karte gegenüber einem ziemlich bankrotten Bankensystem. Und wenn wir sagen, okay, ich möchte sehen, zeig mal, was du hast, zahl mir dein Bargeld, mein Bargeld aus. Wenn das mehrere machen und das ist noch eine gewisse Schranke, Grenze für die Banken, dass sie wissen, sie können sich nicht
extrem überdehnen. Im Zweifelsfalle kommen dann vielleicht doch einige auf die Idee und wollen Bargeld haben. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dann können diese elektronische Geldschafferei aus dem Nichts ungehindert fortgehen. Dann können wir nur noch darauf vertrauen, dass unsere Politiker das stoppen. Ich weiß nicht. Das sieht im Moment nicht danach aus. Ja, wer bleibt auf der Strecke? Ältere, sozial benachteiligte Menschen, Bargeld ist extrem wichtig im Zahlungsverkehr. Es ist einfach, es ist rechtssicher. Wenn ich zum Bäcker gehe, wenn ich zum Friseur gehe, zum Metzger. Ich kann sehr schnell, sehr einfach bezahlen. Es ist natürlich auch so, dass ich eine bessere Kontrolle über meine Ausgaben habe. Wie sollen denn Kinder, wie sollen meine Kinder noch einen Bezug zum Geld entwickeln? So, mein Jüngster ist 5 Wochen als Halbfeldkirchner, kann ich jetzt auch vermelden. Aber wie soll der noch einen Bezug zum Geld bekommen, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Wenn er nur noch mit Plastikkarte rumläuft oder im besten Fall oder im schlimmsten Falle mit Bezahlchip. Die Besitzer von Geldvermögen werden geschädigt, das habe ich Ihnen eben erklärt. Die Mittelschicht allgemein, Mittelschicht, Arbeiter, wie auch immer, kleinere Mittelständler, ja, im Restaurantgewerbe, also diese ganzen, natürlich geht da mal was am Finanzamt vorbei, aber bitteschön, mit dem Taxibetrieb oder in einem Restaurantbetrieb, da sind die Auflagen mittlerweile so hoch wie für große Konzerne, die Mittelschicht wird so geknebelt und geknechtet. Da muss man auch ein bisschen Freiheit zugestehen und ein bisschen Flexibilität und davon ausgehen, dass der Großteil ehrlich ist und vor allem sind die Transaktionen einfacher. Denn sobald ich alles elektronisch mache, guckt immer einer mit drauf. Dann ist es nicht mehr zwischen mir und Ihnen, dann ist immer ein Dritter beteiligt. Und auch die kreditorientierten Banken haben das Nachsehen. Also auch die Sparkassen und Volksbanken sind nicht unbedingt die Gewinner dieser Politik. Die Vertragsfreiheit bleibt auf der Strecke. Die informationelle Selbstbestimmung. Ja, wenn die Daten einmal da sind, dann sind sie im Raum, dann kriegen wir sie kaum wieder zurück. Und letztlich die Freiheit allgemein. Es gibt Methoden der Wirtschaftslenkung und Überwachung, von denen Stalin und Hitler nur geträumt hätten. Nun ist das Zitat vielleicht etwas drastisch, das ist so gekommen. Bei N24 hat mich jemand zu dem Thema interviewt, wollte es auf die Webseite stellen, Nachrichtensender. Da dachte er, wir brauchen noch jetzt einen knackigen Titel. Also haben Sie nicht was mit Stalin und Hitler, das geht immer gut, das lesen die Leute. So, und dann haben wir halt den Titel gemacht. Aber es ist ja was dran. Also es sind Methoden der Wirtschaftslenkung und Überwachung, die tatsächlich in totalitären Staaten früher völlig undenkbar waren, wenn sie komplett transparent sind. China experimentiert im Moment mit dem sogenannten Sozialscoring. Also, sie geben Geld für Dinge aus, die sozial erwünscht sind. Sie kriegen Pluspunkte. Sie geben Dinge aus, die vielleicht nicht in die offizielle Linie passen. Sie kriegen Minuspunkte. Also eine ganz sanfte Steuerung, aber nichtsdestotrotz eine sehr effektive Steuerung der Bevölkerung. Also es ist schon erschreckend, wie schnell wir hier Freiheiten aufgeben, für die wir lange gekämpft haben. Ein Büchlein, was ich vor einigen Monaten gelesen habe, hieß Das Ende der Privatsphäre von einem Blogger, intelligent geschrieben, aber der schreibt dann, naja, Privatsphäre, also von den 10.000 Jahren höherer Menschheitsgeschichte hatten wir vielleicht 250 Jahre Privatsphäre. Vorher gab es das nicht und dann gibt es eben in der Zukunft auch nicht mehr. Ist doch okay. Prima Leben ohne Privatsphäre. Jetzt erinnere ich mich, so war das die Überschrift. Ich weiß nicht. Also ich persönlich, mir ist die Privatsphäre schon noch was wert. Die Freiheit, die bürgerliche Freiheit, all das ist doch massiv angegriffen. Nicht, wenn das Bargeld komplett weg ist, sondern schon dann, wenn es weitgehend verdrängt ist, wenn wir noch so ein paar Transaktionen alibimäßig mit Bargeld machen. Es ist ein öffentliches Rechtsgut, da habe ich eben schon was gesagt, rote Karte gegenüber dem Bankensystem, ich kann Werte aufbewahren, ich kann Zug-um-Zug-Geschäfte machen, die Bundesbank hält das für sehr wichtig, ist auch eine Verteidigerin des Bargelds, also Gebrauchtwagenkauf, kann Ihnen als Händler das Geld geben, da ist das Auto, kriege ich das Auto. So, wenn ich Ihnen das Geld überweise als Händler und sage, ich liefere dir das Auto in einer Woche, dann liefert er vielleicht oder liefert auch nicht.
Also Zug um Zug Geschäfte, Rechtssicherheit. Bargeld ist eben gerade ein Instrument der Rechtssicherheit. Es ist ein vom Staat garantierter Anspruch, kostenfrei, und das ist eben für sozial Benachteiligte wichtig, kostenfrei am Geschäftsleben teilzunehmen. Es erlaubt Bürgerinnen und Bürgern, direkt in Geschäftsverkehr zu treten. Die ganzen elektronischen Geschichten, Cryptocurrencies und Bitcoins, das ist dann wieder Geschäftemacherei. Die schwanken auch sehr stark. Bitcoins hat Riesenwertschwankungen. Das ist dann so wie in den USA im 19. Jahrhundert, wo jede Bank ihre eigenen Banknoten ausgegeben hat. So, und wenn die Bank, wenn man gemunkelt hat, die Bank ist nicht so ganz solvent, dann hat eben die 100-Dollar-Banknote dieser Bank war dann nur 90 Dollar wert. Und die andere, wo solvent war, war 100 Dollar wert. So, und sie mussten sich als Nutzer des Geldes überlegen, wie solvent ist die entsprechende Bank. Also eben kein allgemein öffentlich garantiertes Rechtsgut, sondern privates Gut oder unterschiedlich privates Gut. Und so ist es dann bei Bitcoins auch. Und das Argument, dass die Kriminalität dann weggeht, das ist Quatsch. Es gibt schon ganz raffinierte Cyber-Erpressungsmethoden. Auf einmal haben sie einen Trojaner auf ihrem Computer, werden ihre Dateien verschlüsselt und dann blinkt auf. Also ihre Dateien sind jetzt unwiederbringlich verschlüsselt, es sei denn, sie überweisen 5000 Bitcoins auf jedes Konto, dann gehen wir den Computer wieder frei. Also Kriminalität, insbesondere Schwerstkriminalität, die wird weiterleben. Bargeldverbot ist dazu gut, uns Bürgerinnen und Bürger unter Kontrolle zu bekommen. Wer wirklich die Gesetze brechen will, der macht das auch. Ja, was kann man tun? Natürlich können Sie und sollten Sie, soweit das möglich ist, mit Bargeld bezahlen. Man kann nicht alles. Seine Miete überweist man unbar. Viele Dinge, die man unbar macht, selbstverständlich. Aber auch die klassische alte Banküberweisung ist gut. Sie helfen damit dem Bankensystem. Bargeld zahlen, ich mache es an der Tankstelle, in Restaurants so weit wie möglich. Beim Einkaufen nutze ich das Bargeld. Ganz bar zu gehen ist illusorisch, das kann keiner mehr. Da darf man dann auch nicht unpragmatisch werden. Aber da, wo es geht, nutzen Sie das Bargeld. Unterstützen Sie Ihre Kammer, die da mutig vorangeht, auch mit der Eingabe an die Bundesregierung. Ich habe selber eine Petition gestartet unter dieser Überschrift. Wir sind jetzt bei 7.300, das wächst. Es gibt auch andere Petitionen, also insgesamt haben wir schon über 200.000 Unterschriften. Und im Herbst werden wir da in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, je nachdem wie es sich ausgeht von den Zahlen her, an die entsprechenden Parlamente treten. Also da kann man schon was tun. Nutzen Sie das Bargeld, sagen Sie es weiter, diskutieren Sie darüber, denn da hängt viel dran. Kurz zum Thema Vermögenserhalt. Sachwerte schlagen Geldwerte, also Aktien, Gold, Immobilien und alles das, was man als Arbeiter oder Angestellter hat, Lebensversicherungen, Pensionen, Kontoguthaben, die sind nicht so toll in dieser bargeldlosen Welt. Das ist leider die traurige Realität. Und das nächste ist natürlich, dass Sachwerte auch Sachverstand benötigen. Also wenn Sie ein Haus für 300.000 kaufen, kann das 500.000 wert sein, es kann aber auch nur 200.000 wert sein. Bei Sachwerten fallen Preis und Wert auseinander und können nur kurzfristig unter Preis veräußert werden. Die Wohnungsmärkte laufen heiß, das wissen Sie, dass auch mittlerweile werden da immense Preise gezahlt. Gold ist nicht schlecht, man kriegt das auch in kleiner Stückelung, also bevor es dann auf dem Konto ist, kann man sich das auch überlegen. Ist im Moment wieder relativ günstig. Aktien, Aktienfonds, da tummel ich mich ja, sind ja, was viele vergessen, Aktien sind Produktivvermögen. Jetzt habe ich gerade keine Österreich dabei, aber nehmen wir die Föst oder die OMV. Das sind ja Betriebe, das sind ja Aktien sind ja Besitzurkunden für einen kleinen Anteil dieses Unternehmens. Also Unternehmensvermögen in Arbeitnehmerhand ist ja durchaus eine Möglichkeit des Vermögensaufbaus, auch des Vermögenserhalts. Und diese
Firmen haben ja zum Teil Weltkriege überstanden, sie haben Inflationen überstanden, also auch das ist eine Möglichkeit. Gut. Ich bin zum Thema Bargeld hier, ganz kurz, 2 Minuten. Ich habe vor dem Brexit gesagt, es wäre ein schöner Traum, aber er wird nicht kommen. Nun ist der Traum Wirklichkeit. Für mich ist es eine Riesenchance für Europa, denn Großbritannien hat nie zu diesem Europa gehört. Das hätten sie auch vor dem Brexit die Engländer schon fragen können. Man hat eben die Vorteile Europas genutzt, mit dem Kopf. So, durch den Brexit ist jetzt zum ersten Mal ein Signal erstanden, Europa lässt nicht alles mit sich machen, wir sind nicht erpressbar. Man kann diesen schönen Club auch wieder verlassen. Ich finde das sehr hilfreich, denn es führt unter Umständen, kann es dazu führen, dass die restlichen Nationen, die auch etwas ähnlicher ticken, jetzt schneller vorankommen. Und das wäre dringend nötig, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Professor Otte. Ich nehme jetzt an, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt. Ich habe das Mikro hier bei mir. Sie brauchen mir nur ein Handzeichen zu geben, dann setze ich mich augenblicklich in Bewegung. Wer wünscht das Wort, nützt die Gelegenheit? Ja, Sie nehmen das Mikrofon, ist viel einfacher, dann hören Sie es, dann hören es die anderen auch. Es ist so, durch die Griechenland-Krise wird das Bargeld nicht abgeschafft werden, es geht nicht durch. Das heißt, es wird nicht gelingen, das Bargeld abzuschaffen. Die Griechenland-Krise war im Gegenteil eine starke Hilfe für die Bargeldabschaffer. Die Griechenland-Krise hat den Bargeldabschaffern absolut in die Hände gespielt, denn was passiert ist auf dem Höhepunkt der Verhandlungen zwischen Tsipras und der Europäischen Union, hat die EZB mal eben zwischendurch die Bargeldversorgung gestoppt für Griechenland. Das war natürlich ein schönes Argument, die Syriza-Regierung in die Knie zu zwingen, das ist das eine. Und das andere, die Griechen sind irgendwie bargeldaffin. Sie haben gerne viel mit Bargeld gemacht. Aber in der Krise war dann auf einmal natürlich diese Abhebegrenze von 60 Euro am Tag. Und da können Sie nicht so viel mitmachen, wenn Sie einkaufen gehen. Dadurch haben die Griechen angefangen, extrem auf bargeldlos umzuschalten. Also ja. Diese ganze Nummer hat in Griechenland auch zu einem starken Anstieg der bargeldlosen Zahlungen geführt. Ja, ich sehe es anders. Was das augenblickliche Abheben von Geld anlangt, habe ich noch eine unmittelbare Erinnerung an den Tag, an dem die Swiss Air, also nicht die Swiss, sondern die Swiss Air, ihr Grounding erlebt hat. Wir hatten damals als Journalisten Interviews geführt vor Ort in Zürich am Flughafen und unser Gesprächspartner, der eben noch lange und ausgiebig Rede und Antwort stand, ist innerhalb von einer Sekunde verschwunden, als plötzlich die Rede umging, die Credit Suisse zahlt ihre Gehälter jetzt nicht mehr aus, sondern nur noch 150 Franken jetzt auf der Stelle, mehr gibt es im Augenblick nicht. Und da war innerhalb von 3 Sekunden war der Platz leer. Ich habe sowas noch gar nicht erlebt. Wer wünscht noch das Mikrofon für eine Frage? Sie hätten jetzt gute Gelegenheit. Bitte. Sie haben angesprochen, dass Amerika großes Interesse hat, den Euro zu schwächen und deswegen auch hierzulande eben versucht, das Bargeld abzuschaffen. Aber auf der anderen Seite haben Sie auch erklärt, dass Sie ebenfalls in Amerika das Bargeld abgeschafft werden soll oder Bestrebungen da sind. Habe ich das richtig verstanden? Relativ bargeldaffin sind also zum Beispiel Deutschland, Österreich noch. Deutschland, weil da natürlich eine Menge historische Erfahrungen sind, Menge Katastrophen, gesundes Misstrauen. In Schweden ist die Abschaffung sehr weit. Da gibt es schon bargeldlose Bankfilialen. Muss man sich mal vorstellen, aber ist so. Die Schweden haben auch einen sehr gut funktionierenden Staat noch, da ist auch nicht so viel Misstrauen. Also da hat die Bargeldlobby auch mit solchen Propagandisten wie Björn Ulvaeus und so hat große Fortschritte machen können. Die USA selber ist erstaunlicherweise noch relativ bargeldaffin. Also da wird das Bargeld noch relativ viel genutzt, obwohl ja auch da die höchste Note der 100-Dollar-Schein ist. Da wird zwar sehr viel auch mit Karte bezahlt, aber noch wird auch Bargeld verwendet. Und
Die Dollars sind ja auch direkt garantiert von This Note is Legal Tender steht drauf, also diese Banknote ist gesetzliches Zahlungsmittel. Und die Amerikaner haben da auch ein gewisses Traditionsbewusstsein. Also da wird es auch relativ schwer sein. Schweden, Dänemark ist es einfacher. Dänemark hat jetzt Gesetzentwürfe schon, dass man an der Tankstelle, dass also Tankstellen und Gaststätten kein Bargeld mehr annehmen müssen. Das ist zwar nicht, noch nicht durchs Parlament, aber diese Gesetzentwürfe gibt es. Geben Sie mir ein Zeichen. Darauf habe ich gewartet, dass Peter Kopf sich zu Wort meldet von der Schuldenberatung. Ja, wie gesagt, ich bin Schuldenberater und als solcher natürlich schon ein klarer Verfechter des Bargeldes. Jetzt erinnert mich die Diskussion aber an eine Diskussion, die wir vor 20 Jahren übers Handy geführt haben. Da haben alle gemeint, wenn das Handy kommt, dann geht die Welt zugrunde und vor allem die Jugend geht vor die Hunde und alles geht den Bach runter. Meine Überlegung ist, weil ich auch ein Pragmatiker bin, wie können wir es schaffen, weil das Bargeld wird ja zurückgedrängt und man kann ja ohne Karten manches gar nicht mehr wirklich erledigen. Das haben Sie auch gesagt und dem muss man nicht zustimmen. Wie kann man es schaffen, dass man einen guten Umgang mit der Mischung findet? Auf der einen Seite das Bargeld, das soll bleiben. Auf der anderen Seite ein guter Umgang mit den Karten. Das ist etwas, das wir in unserer Arbeit, es gibt hier den Vorarlberger Finanzführerschein und da vermitteln wir den jungen Menschen auch einen guten Umgang mit Geld. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, wie hältst du es mit der Karte? Also natürlich, ich habe ja eben auch gesagt, was man tun kann. Also ich finde schon, dass wir so viel wie möglich bar machen sollten. Das geht nicht alles. Mieten und vieles ist unbar. Das ist auch eine Illusion, das nicht zu tun. Aber gerade für junge Menschen, glaube ich schon, und für Menschen, die jetzt nicht so das Bezug zu den Ausgaben und zu den Geld, wäre natürlich bar schon besser. Das sieht man, das spürt man, da merkt man jedes Mal, wie was weggeht, da muss man Neues holen. Also das wäre schon für die täglichen Geschichten das Beste. Also da ist die Karte schon einen Schritt zu weit. Wo fängt man an, mit jungen Menschen über die Karte zu reden, die ja früher oder später kommen? Wo fängt man an, mit jungen Menschen über die Karte zu reden? Also ich würde schon, ich meine klar, man, es sind alles Abwägungen, aber ich würde schon die Bedeutung des Bargeldes tatsächlich massiv unterstreichen, wenn dann irgendwann Kreditkarten kommen, würde man aus meiner Sicht sagen, im Notfall, wann habe ich eine bekommen, mit Anfang 20, als ich dann in die USA ging, gab es ja schon Kreditkarten, da hatte ich meine erste Kreditkarte. Sondern da gab es damals schon, für manche Dinge brauchte man die oder war sie besser. So, und da hat man sie dann genommen. Heute braucht man sie natürlich schon für viel mehr Dinge. Also im Moment heißt das für mich Widerstand leisten. Also da, wo Sie die Balance sehen, ist mir schon ein Schritt zu weit. Ich würde das wirklich den jungen Menschen massiv die Vorteile des Bargeldes nahebringen. Als Autor des Buches Der Crash kommt 2008, jetzt sind 8 Jahre später vergangen. 2006 habe ich geschrieben. Okay. 10 Jahre, ich habe dieses Jahr 10-jähriges. Aber raus. Okay. Wie schätzen Sie die Lage ein? Also die Staaten sind ja noch einmal doppelt so viel verschuldet, wie es damals gewesen ist. Jetzt auch in Hinbetracht, dass man das Bargeld reduziert oder abschafft, denn wie geht die, für mich ist es eine Trickserei, denn wo die Mächtigen hier spielen, dass man immer den Crash hinausschiebt, oder wie sehen Sie, dass es da weitergeht, wie würden Sie das Ganze einschätzen? Ja, man schiebt den Crash hinaus oder die Krise, das ist so. Diese Negativzinsen sind ja in gewisser Weise ökonomischer Zwangsstaat. Das ist ja eine Zwangsmaßnahme. So Negativzinsen, wenn ich so einen Zwang anwende, der wieder natürlich ist, dann muss ich natürlich auch die Zwänge dementsprechend machen. Also Kriminalisierung von Bargeldzahlungen, Bargeldzahlungen zurückdrängen. Das ist in der Tat ein Hinausschieben. Und ich habe es ja eben gesagt, irgendwann bekommen wir die Rechnung präsentiert. Es ist zu viel Geld im Umlauf auf dieser Welt. Das Geld muss irgendwann abschmelzen, verpuffen, gestrichen werden, was auch immer. Das kommt. Die Frage ist, wann. Na, ich habe das Buch einmal geschrieben, das hat dann zur Zeit genau gepasst.
einmal im Leben reicht das, so eine genaue Prognose zu machen. Das ist ja auch nicht so einfach. Also es hängt ja auch davon ab, wie viel Zwang wir noch anwenden, um dieses System weiter laufen zu lassen. Und wie viel sich die Menschen gefallen lassen. Also es kann schon noch ein bisschen gehen. Irgendwann ist aber zu Ende. Also ich wage da keine Prognose. Wir haben 3 Wortmeldungen in Folge. Danke, ich möchte noch ganz kurz nochmal auf die Frage von Peter Kopf eingehen. Wann Bargeld und wann Karte? Also ich mache es jetzt mit meinen Kindern so, ich würde natürlich nie mit einer Kreditkarte beginnen, ich habe mit einer Bankomatkarte begonnen und ich glaube, das ist genau die Mischung, die man spielen kann. Also meine Kinder handhaben es so, dass sie im Normalfall die Bankomatkarte dafür verwenden, am Bankomat Bargeld abzuheben, weil damit haben die das Bargeld und die Geldausgaben im Griff. Und es gibt dann vielleicht ab und zu eine Lösung, wo sie sagen, okay, und jetzt zahle ich halt bei einem Einkauf, in einem Einkaufszentrum oder irgendwas, zahle ich halt mit meiner Bankomatkarte. Aber der wesentliche Punkt ist, dass sie noch ganz viel mit Bargeld operieren, weil sie einfach merken, das habe ich im Griff und dafür die Bankomatkarte zur Möglichkeit, beides zu tun. Und ich glaube, die Kreditkarte erst dann mit Kindern durchgehen und mit ihnen ich glaube auch zu lernen, wenn sie mit Bankomatkarten gut umgehen können. Herzlichen Dank. Jetzt komme ich zu Ihnen. Ich hätte eine Frage. Was glauben Sie, was passieren würde, wenn 50% der Bevölkerung ihr Sparguthaben abheben würde und nach Hause nehmen würde? Weil dann können Sie es ja vorne zu ausgeben, ohne irgendwelche Spesen. Das System wäre schon pleite, wenn das 10% der Bevölkerung machen würden. Die Banken haben das Geld nicht. Das steht nur da elektronisch, das ist nicht da. Das ist ja der sogenannte Bankrun. Wenn alle hingehen, merkt man, ja, das ist die alte Fristentransformationsproblem. Wir haben kurzfristige Einlagen, wir können eigentlich theoretisch jederzeit an unser Geld, theoretisch, praktisch nicht. Und die Banken haben es langfristig verliehen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Geld sehen will, kann die Bank es gar nicht so schnell bekommen, weil es auf 1, 2, 3 Jahre verliehen ist. Also selbst wenn 10% das machen, ist das System pleite. Ich habe dann eine Frage, zwar zu der Obergrenze vom Bargeld, so wie in Italien, 1.000 Euro. Da kriegt man ja Strafe, wenn man mehr nimmt oder mehr bezahlt. Und das Bargeld, also der Euro, ist ja das einzige gesetzlich legale Zahlungsmittel. Das heißt, wenn ich jetzt aber bis zum EU-Gericht gehe, kriege ich denn Recht? Weil ich habe das einmal irgendwo gelesen, dass das eigentlich nur im Land so ist. Und wenn ich bis vor das EU-Gericht gehe mit dem, dass ich dann Recht bekomme. Es wird schwer. Also der Norbert Hering, der Handelsblatt-Journalist, klagt, weil er seine Rundfunkgebühren in Deutschland bar einzahlen möchte. Und der Hessische Rundfunk möchte das nicht. Er sagt, wir nehmen nur unbar an. Es gibt aber auch Rundfunkstellen, die das unter der Hand, also ohne das groß aufzuheben, noch bar annehmen. Sondern er klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den Hessischen Rundfunk, weil Bargeld Zahlungsmittel ist. Das Problem ist, privatrechtlich können Sie andere Zahlungsformen vereinbaren. Wenn wir sagen, wir treten in Geschäftsverkehr, es wird aber alles per Banküberweisung geregelt oder per PayPal, wenn wir das als Vertrag zwischen uns festlegen, dann gilt das. Dann heißt, beim Hessischen Rundfunk ist die Frage, ob eine staatliche Institution staatlich anerkanntes Zahlungsmittel ablehnen, also aber mit einem privaten Konzern, der kann dann sagen in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, wir machen nur unbar. Also da ist die Rechtslage halt auch durchwachsen. Ich meine, Sie können natürlich auch bei den Finanzämtern in Deutschland nehmen auch nur unbar, die meisten mittlerweile. Da würde ich es allerdings nicht versuchen, nicht zu bezahlen und dann das erstmal durchzuklagen. Die fackeln nicht lange, das ist vielleicht nicht der richtige Ort, mit dem Widerstand zu beginnen. Ich schaue noch mal in die Runde. Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie noch eine Frage haben. 2 Fragen da drüben, gerne. Ja, hallo. Ich hatte eine Frage. Es wird das nicht bare Zahlen wird auf der ganzen Welt eigentlich relativ positiv aufgenommen. Also es wird verwendet ohne große Probleme. Wenn man gerade sich Schweden anschaut, da in Österreich und in Deutschland sind wir eher konservativ. Aber glauben Sie nicht, dass der Kampf eher aussichtslos ist? Es ist schwer, aber es gibt noch genug, die das begreifen, was passiert. Und
selbst wenn man das Bargeld nennenswert im Umfang erhält, hat sich es ja gelohnt. Aber klar, die Koalition, es wird ja auch von vielen, gerade jungen Menschen, die sagen, boah, ist doch super alles, ja, Bezahlchip, super. So, aber ich denke, es lohnt sich, dafür seine Überzeugung einzustehen. Wir können ja was tun. Wir können bar bezahlen, nicht alles, aber vieles. Also warum denn nicht? Ich meine, diese Form des zivilen Widerstandes, die ist ja relativ einfach zu praktizieren. Tun wir es doch und hoffen, dass auch was davon hängen bleibt und dass es ein Resultat bringt. Ich hätte eine Frage, die etwas weiter geht, wie das, was bis jetzt angesprochen wurde. Und zwar, wenn wir jetzt das mal in die Zukunft spinnen und sagen, uns gelingt es, das Bargeld zu erhalten in einem gewissen Umfang, wer schützt uns dann davor, dass der Staat trotzdem diese sogenannte Freiheit oder die Freiheit, die wir dadurch haben, irgendwie begrenzt? Also er könnte ja zum Beispiel das Geld 1:10 tauschen, er könnte irgendwelche Reformen machen, wie das auch schon passiert ist. Und das wäre die eine Frage, wer schützt uns da davor? Und die zweite wäre, wo wäre dieses Bargeld dann, sagen wir mal, besser aufgehoben wie zu Hause unter dem Kopfkissen oder auf dem Sparbuch? Also wo müsste man das Bargeld hintun, damit es seinen Wert weitestgehend erhält? Gut, das Zweite ist natürlich eine recht praktische Frage. Natürlich kann ich Bargeld auch zu Hause verstecken. Es nimmt ja nicht so viel Platz weg, dann gibt es auch Risiken, aber die Risiken gibt es auf dem Bankkonto auch. Also da gibt es halt das Risiko des Knopfdrucks oder Computer oder schleichende Enteignung, was auch immer. Also das, glaube ich, muss jeder selber beantworten, ob man Safe nimmt, aber gut, kostet auch Geld. Also das sind alles Fragen, die höchst individuell sind, aber ein bisschen, ich würde auch nicht sagen, alles zu Hause behalten ist auch eine Unsicherheit, aber ein bisschen was zu Hause, ein bisschen was auf der Bank, ein bisschen was im Schließfach, je nachdem. Das sind individuelle Fragen. Die weitergehende Frage, selbst wenn Bargeld bleibt, wird unsere Freiheit nicht zunehmend eingeschränkt. Ja, ich befürchte, das ist so und auch da ist Bewusstsein extrem wichtig. Die Tatsache, dass wir uns wehren, dass wir unsere Privatsphäre, unsere Freiheit verteidigen. Die Freiheit ist ein sehr, sehr kostbares und sehr verletzliches Gut. Die ist ständig bedroht gewesen in der Geschichte und man muss sich immer wieder erinnern, dass Freiheit nicht von selbst kommt, dass man die verteidigen muss. Und jetzt scheinen wir wieder an so einem Punkt zu sein, wo wir uns das sehr genau vor Augen berufen müssen. Da haben wir noch eine Frage. Ich komme rundum. Ist ein bisschen einfacher. Ich möchte nur nochmal das, was Sie ohnehin gesagt haben, deutlicher betonen. Man muss den Datensammlern, wo es immer geht, den Stecker ziehen. Also im Supermarkt bar zahlen, auch wenn man mit Bankomat zahlen könnte. Außerdem, wenn ich bei einer Kasse anstehe, wo da mehrere vor mir sind und ich sehe, der da vorne will mit Bankomat zahlen, dann wechsle ich die Kasse, weil meistens geht das dreimal so lang, wie wenn einer bar zahlt. Und wenn Sie beim Hofer einmal bar zahlen, dann können Sie sehen, wie ungeheuer schnell die Kassiererin arbeiten können. So schnell geht kein Bankomat. Ja, ich meine, das war ja früher der Wettlauf beim Hofer, ne? Wer ist schneller, die Kassiererin oder man selber mit dem Einpacken? Das ja. Und mit jeder Bankomatzahlung gebe ich ja nicht nur meine Daten über das ganze Bezahlsystem den Amerikanern weiter, sondern auch dem Supermarkt. Der hat auf der Rechnung, was habe ich gekauft, und mit der Bankomatkarte hat er, wer hat es gekauft, Datum und Uhrzeit. Und all diese Daten, die tragen dazu bei, unsere Freiheit zu vernichten. Das wollte ich nur noch betonen. Herzlichen Dank. Wenn Sie in einer Gaststätte bar zahlen, bricht die Geschwindigkeit oft aufgrund des Kopfrechenproblems ein. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt schaue ich nochmal, da drüben haben wir noch eine Frage. Augenblick. Sie halten mich ganz schön in Atem. Das muss eine Absprache sein, mal links, mal rechts. Sie haben gesehen, dass mir das gut tut. Das ist in Ordnung. Das ist recht.
Ich hätte auch noch eine Frage in Betreff zur virtuellen Welt, wie sehr der Mensch in den, ja, wie soll ich sagen, an den Rand gedrängt wird durch solche Aktionen. Weil ich bin ein Förderer von Bargeld und Bankomatzahlungen einer gewissen Größe, Menge von Geld ist auch gut, aber es total wegzulassen, Bargeld wäre zwischenmenschlich schon wieder eine Schelte, denke ich. Wie weit der Mensch an den Rand gedrängt wird. Wenn Musiker unter Ihnen sind, kennt jemand den Kurzweil? Ja? Natürlich. Also ein Synthesizer. Der Kurzweil ist erfunden worden oder entwickelt worden von Ray Kurzweil. Er hat also diesen Synthesizer entwickelt, ich weiß nicht wann, frühe 80er vielleicht, späte 70er. Ray Kurzweil ist heute Cheftechnologe oder Chefdenker von Google. Und Ray Kurzweil ist einer der Vertreter einer Denkrichtung, die in Silicon Valley schon fast religiöse Charakterzüge hat, nämlich des Transhumanismus. Also die Vertreter des Transhumanismus, unter anderem eben Ray Kurzweil, vertreten aktiv die Ablösung des Menschen durch einen verbesserten Menschen, der mit der Technik verschmolzen ist. Und das ist offizielle Ideologie im Silicon Valley. Das darf man hier auch mal sagen. Also die Verdrängung des Menschen wird tatsächlich als Ziel von etlichen sogar propagiert. Ich würde ganz gern den Bogen jetzt noch einmal ein bisschen weiterspannen. Das ist auch eine Frage, wo ich was Nettes drauf sagen kann. Ja, das war, ob das jetzt gelingt, weiß ich nicht. Aber wir haben so viel von der Abschaffung des Bargelds gesprochen. Etwas weniger über das Finanzsystem an sich. Sie schreiben, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auf Seite 14 dieses kleinen Büchleins, dass es ausgeschlossen ist, dass das System in dieser Form erhalten bleibt. Mich würde interessieren, was muss geschehen? Was steht an, wenn man schon den nächsten Zusammenbruch nicht mehr punktgenau prognostizieren kann? Was wäre notwendig? Ja, das eine ist, das Negativszenario, die Schreckensvision ist, dass wir halt weiter in den Zwangsstaat kommen, dass wir dann die Enteignungen haben, also die schleichenden Enteignungen, dass alles steuerbar ist, dass es in Datenbanken ist, dass also unsere Freiheit sehr stark eingeschränkt ist, dann macht es nichts, dass wir überschuldet sind. Dann kann man das auf Knopfdruck steuern. Das wäre die unschöne Vision. Die schönere Vision wäre, dass wir es schaffen, wieder zu einer bürgernahen Ordnung zurückgekommen, kleiner statt größer, dezentraler, Eigenverantwortung. Wir haben ja so eine schleichende Entwicklung zu den negativen Formen des Sozialismus. Sozialismus hat viele Errungenschaften, viele positive Eigenschaften, aber ich nehme jetzt mal das, was im Osten passiert, also Kontrollstaat. Und eine Hauptcharakteristikum eines solchen Kontrollstaates ist, dass die Eigenverantwortung wegschiebe. Also die ökonomische, ich bin wirtschaftlich für das, was ich mache, verantwortlich, muss im Zweifelsfalle blechen, aber ich darf. Und das ersetze durch extrem viele Regeln und wenn ich die übertrete, werde ich kriminalisiert. Und das ist genau das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und das müssen wir zurückdrehen. Wir brauchen wieder Eigenverantwortung, wir brauchen kleinere Strukturen, wir brauchen kleinere Banken, wir brauchen Gesetze zum Schutz der Bürger und nicht der Konzerne und dazu muss wirklich auch natürlich was passieren bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es rumort ja in Europa, ob das immer in die richtige Richtung geht, sei dahingestellt, aber dass das System im Moment fragwürdig ist und das, was passieren muss, das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Das wäre fast ein geeignetes Schlusswort für die Diskussion. Ich hoffe, wir treffen es damit gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bei Professor Max Otte bedanken, dass er heute hergekommen ist. Vielen Dank. Ja.